So, liebe Leute, ich möchte euch ganz herzlich einladen zu einem Webinar, was ich zusammen mit GKFX am Donnerstag, den 13. Januar um 18 Uhr geben werde. Und zwar möchte ich euch einen Ausblick in das Börsenjahr 2022 gewähren, euch zeigen, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und ja, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. So hat es Mark Twain ja schon mal schön sarkastisch formuliert. Aber das Ganze soll auch keine Prognose sein. Denn ich halte Prognosen an sich für unseriös, weil sie meistens nur ein einziges Szenario abbilden und die Welt dreht sich. Welchen Sinn hat also so ein Webinar? Naja, es wird trotzdem treibende Faktoren für das Börsenjahr 2022 geben und die gilt es zu besprechen, wie sie auf die Börse wirken. Ich werde reden über Inflation. Ich werde natürlich reden über die Politik der Fed, aber auch der EZB. Und dadurch kann man tatsächlich sehr viel für seine Währungstrades ableiten. Aber auch wenn man Aktien hat, sollte man genau wissen, wie sich der Aktienmarkt bei Inflation verhält. Ich werde natürlich einen Ausblick über die Zinsen geben. Also was wird mit den Zinsen passieren in USA, aber auch Europa? Und natürlich werde ich auch ein bisschen über die Regierungsprogramme reden. Covid wird diesmal nicht im Fokus stehen, weil ich glaube, 2022 wird das nicht das entscheidende Thema sein. Es wird uns vielleicht noch am Anfang des Jahres begleiten, aber nicht mehr so lange. Und wir werden natürlich ganz wichtig über Aktien und ihre Bewertung reden. Lohnt es sich noch, Aktien zu halten? Sollte man in seinem Depot umschichten oder wann sollte man umschichten? Alles ganz, ganz interessante Fragen. Und ja, wir klären diese Fragen am Donnerstag, den 13. Januar, 18 Uhr. Um dabei zu sein, ist es wichtig, dass ihr euch rechtzeitig anmeldet und dafür müsst ihr unterhalb dieses Videos habe ich einen Anmeldelink verlinkt, so, und den müsstet ihr eben entsprechend anklicken. Und ja, dann läuft alles automatisch von alleine und wir würden uns dann sehen am Donnerstag. Ich freue mich riesig drauf, hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, bye bye, euer Birger.